Na, hallo. Das sieht ja nice aus. Na, wunderbar, Ski. Na, wundervoll. Der obligatorische Bettentest. Passt. Kann man drauf schlafen. Aber sowas von. Halleluja. Ich würde sagen, beschweren kann man sich da eher weniger. Beschweren kann man sich da normalerweise eher weniger. Ja, ich kommuniziere einen kleinen Familienurlaub und werde da jetzt nicht so viel zu zeigen haben, aber vielleicht gibt es da ein paar kleine Bilder, die da nebenbei entstehen, vielleicht so kleine Schwenks über das Ustinadlaben aus sich. Und da geht auch schon draußen eine Sirene. Ich habe hier einen wundervollen Ausblick aus dem Fenster. Den kann ich euch mal gleich zeigen. Na, schaut mal. Das ist doch vielleicht ein Ausblick. Nice. Oh, da ist ja. Wird eine schöne private Zeit jetzt. Die nächsten Tage. Und wenn ich doch noch irgendwas für die Kamera kriege, dann werdet ihr auch sehen. In der Tat. Ist halt hier so ein bisschen eine andere Kultur auch, kann man sich schon fast denken. So ein bisschen andere Kultur auch in den Gaststätten und auch eine andere Kultur in der Gegend und andere Menschen, andere Leute, und kann man aber machen. Ist auch mal ganz angenehm für ein paar Tage mal außer Landes zu kommen, mal raus aus der staubigen Bude und mal ein bisschen was anderes zu sehen. Auf jeden Fall was Neues hier in Tschechien. Ja, weil vielleicht auch so nah an der Grenze gibt es auch vieles, was noch in Deutsch ist, was auch noch in Deutsch übersetzt wird. Und wenn nicht, gibt es auf jeden Fall auch einige Sachen, die halt deutsch sind. Manchmal halt so ein Euronics oder auch Sachen, die so ähnlich klingen wie Deutsch und die, wo die du hier halt irgendwie herleiten kannst. Deshalb so fremd ist man hier dann doch nicht. Einige sprechen sogar Deutsch. Ja, ist doch ganz super. Also kann man ein paar Tage verbringen hier im Urlaub. Eine wundervolle Aussicht hier zur Mittagszeit aus dem Fenster. Einfach fantastisch, kann man so sagen. Wunderhübsch.
Ich sitze hier im Fensterrahmen. Ja, ich glaube, wir sitzen uns am besten dort drüben aus dem Bett. Ja, ein wundervoller Ausblick hier, habt ihr ja schon gesehen. Ist halt auch ein bisschen, ja, Kommunikationsprobleme gibt es ja manchmal natürlich. Ist zwar nah an der Grenze dran, aber ab und zu gibt es halt irgendwie Gaststätten und Cafés, wo es den Leuten halt relativ egal ist. Sind halt Tschechen und sagen, ja, wir nicht sprechen Englisch, wir nicht sprechen Deutsch, wir nicht verstehen, wir nicht reden andere Sprache, wir nur Tschechisch sprechen. Und dann ist natürlich, kann man versuchen, sich ein bisschen mit Händen und Füßen zu kommunizieren, aber glaube ich irgendwie drin, wenn man im Ausland Urlaub macht, und damit muss man irgendwie rechnen. Ja, vielleicht kann man mal raus an der Elbe gehen, mal ein bisschen am Ufer lang. Svegina-Tlabem. So sieht's aus. Ich gehe an der Elbe. In Tschechien. Ich hoffe, man kann es sehen und die Sonne verblendet nicht absolut alles, aber das ist die Elbe. Bin ich auch mal hier hingekommen. Auf der Burg Schreckenstein. Bin ich hier gefangen? Hilfe, holt mich raus. In der Burg gefangen. Den Gitter. Setz dich doch zu, ihr netter Frau Krieger. Nimm Platz an der Tafel, des Zwergen Fürst. Ja, so ungefähr. Ein Speisesaal, eine Tafelrunde. Schon mein Krams. Den nehme ich nur Switch hier zum Laden. Ja, ein Fernseher, ein ziemlich kleiner Fernseher, die Hülle für meine Kamera, da war sie mal drin, bevor ich sie rausgenommen habe zum
präsentiert. Er darf sich bestätigt fühlen, Akira Nishino. Seine Taktik bislang komplett aufgegangen. Wow. Der hier ist der beste. Bester Sender. Nice! Na, da weiß ich, was ich gucken werde. Nice! Was? Wie kommt Herr der Ringe auf Tschechisch? Tod! Auf nach Gondor. Herr der Ringe auf Tschechisch. Auf jeden. Alles klar. Ich habe mir mal die Zeit genommen, mich in einen Kaffee zu setzen und ein bisschen Kaffee zu bestellen. Genieße hier meine Freizeit im Urlaub. Ein bisschen Nachmittag mit einem schönen Cappuccino. Ja, tut mal gut, ein bisschen Urlaub zu machen. Auf jeden Fall. Ein bisschen. Schön mal Urlaub zu machen und mal nicht immer nur ans Arbeiten, an Videoproduktion, an dies und das und jenes zu denken, sondern mal abzuschalten und auch mal runterzukommen und den Tag ein bisschen zu genießen. Und ja, ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall auch eine wundervolle Zeit. Ich weiß nicht, wie viel euch jetzt hier diese Videoschnipsel bringen, die ich jetzt hier aus dem Urlaub bringe. Aber ich hoffe, ich konnte irgendwie ein Video zusammenstellen. Ja, wird schon passen. So ganz lassen konnte ich es ja, wie ihr seht, nicht. Weil, ja, ein bisschen Video gedreht habe ich dann doch. Und habe das Ding hier in Tschechien gefilmt. Was mir alles so vor die Kamera gekommen ist. Ja, da geht auch schon langsam die Sonne unter. Naja, langsam. Und dann würde ich sagen, da mich nach oben soll es euch gefallen haben, lasst ein Abo da, wenn ihr auf meiner Kanal seid und ja kein weiteres Video mehr mit dem 20 First verpassen wollt. Habt noch einen genauso angenehmen frostigen Tag, wie ich es hier gerade in Ustinadabem habe. Und haut da rein, man sieht sich in einem anderen Video. Ein wundervoller Hintergrund, um dieses Video zu beenden. Bis dann und ciao.